Bleib sitzen, ich hol uns was. Fertig gemacht, ich soll meine Haare richtig föhnen und machen. Der Vlog ist gerade online gegangen. Kam lange, lange nicht mehr vor, dass ein Vlog ausgefallen ist oder dass er erst dienstags kam, aber gestern war es mal wieder soweit. Passiert einfach manchmal. Lena hat am Wochenende einen Kurs gemacht zu Adobe Premiere Pro. Ich glaube, das hat sie euch schon im letzten Vlog erzählt, oder? Ich weiß nicht genau. Oder nur auf Instagram. Auf jeden Fall hat sie dann gestern den Vlog mit Adobe Premiere Pro geschnitten und das ist einfach am Anfang sehr kompliziert. Mir war das am Anfang genauso. Mir ging es zum Beispiel so mit meinem Schminksammlungsvideo. Da habe ich Stunden dran gesessen, also locker doppelt so lang wie mit meinem alten Schnittprogramm. Und am Ende war es schlecht geschnitten, also Wörter waren abgehackt und so und es war noch ein Schnittfehler drin. Es dauert am Anfang einfach Ewigkeiten, bis man da mal drin ist. Und ich bin mir sicher, nächste Woche geht das Ganze schon viel schneller. Aber diese Woche hat es dann einfach ewig gedauert, bis wir beide fertig waren mit Schneiden. Und dann hat der Export auch noch ewig gedauert. Und dann war es irgendwann so spät, dass wir dann beschlossen haben, wir stellen ihn dienstags online. Lena ist bei sich zu Hause und dreht ein Video für morgen, also ein Video alleine. Und danach treffen wir uns hier bei mir und drehen noch ein Video zusammen für Freitag. Und wenn es klappt, zeitlich auch noch ein Video für nächsten Mittwoch. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das zeitlich hinhaut. Vielleicht drehen wir das für nächsten Mittwoch auch erst morgen früh. Wir müssen so viel vordrehen, weil ich am Donnerstag nach Korsika fliege, beziehungsweise am Mittwochabend nach Paris fahre, dann da eine Nacht schlafe und dann donnerstags nach Korsika fliege. Ich komme dann erst nächsten Dienstag wieder. Ich werde auf Korsika weder großartig Zeit haben, was am PC zu machen. Vor allen Dingen aber habe ich da kein Internet. Deshalb muss irgendwie alles vorher vorbereitet sein. Also wird heute ein sehr drehintensiver Tag. Vorher muss ich jetzt mal ein paar Kleinigkeiten erledigen. Unter anderem hat meine Mama mich gefragt, ob ich die Einladungskarten für ihren 50. Geburtstag designen könnte. Und sowas ist ganz schön schwierig für mich. Bin nicht besonders gut, was Bildbearbeitung etc. angeht. Aber ich habe gesagt, ich versuche es. Ich soll diese Schildkröte hier beinhalten. Soweit bin ich schon mal gekommen. Also ich habe eine Karte erstellt und ich habe die Schildkröte eingefügt und Lena gefragt, ob sie mir ihr iPad mitbringt heute Mittag, dass ich dann vielleicht noch ein paar Grafiken malen und einfügen kann. Ich wollte euch eigentlich auch nur begrüßen und jetzt habe ich irgendwie 8 Minuten 52 gefilmt. Was habe ich denn jetzt 9 Minuten lang erzählt? Keine Ahnung. Jetzt mache ich mich erstmal an die Arbeit. So 2 bis 3 Tage bevor ich wegfahre, fange ich mal an, meinen Kühlschrank leer zu machen und heute gibt es das schnellste und einfachste Mittagessen der Welt, nämlich Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce. Ich brate dazu einfach immer Tomaten, also frische Tomaten in Öl an. Ich persönlich nehme am liebsten Chiliöl, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Die werden dann super schnell weich und wässrig und dann könnt ihr die einfach so klein matschen. Dann gebe ich da Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein bisschen Agavendicksaft dazu und brate die Nudeln noch kurz mit an. Also geht super einfach, schmeckt viel besser als gekaufte Soße. Und Tomaten hatte ich noch im Kühlschrank, die mussten noch dringend weg. Es ist schon viel, viel später, falls ihr euch wundert, warum ich anders aussehe. Ich habe inzwischen endlich mal meine Haare gemacht. Ich habe gestern Abend die ersten Mandarinen gekauft, gab es bei Rewe. Bin sehr, sehr gespannt, ob die schon gut sind. Oh, riecht das gut. Oh, wie schön. Ist die Herbststimmung wirklich komplett. Lässt sich schon mal gut chillen. Ich finde, das ist wichtig bei einer guten Mandarine. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn die so fusselig sind. Nicht sauer genug für meinen Geschmack. Aber schmeckt gut. Das hat ja übrigens der Typ, der bei Mandarinen alles wegmacht. Also auch diese kleinen Dinger hier an der Rückseite. Ich kenne Leute, die Mandarinen so richtig und Orangen auch so richtig akribisch schälen, also jedes einzelne Fisselchen hier hinten abmachen. Das dauert viel zu lange und stört mich nicht so sehr, dass ich das alles abfisseln würde. Übrigens, gestern
Vorgestern, am Sonntag, habe ich meine Nägel frisch gemacht. Das ist Essie Luxedo. Habe ich mal wieder rausgekramt. Finde ich wunderschön. Wir brauchen nicht über meine Essie-Nagellack-Obsession reden. Ich glaube, die ist in dem ein Produkt pro Kategorie-Video deutlich genug gewonnen. Luxedo würde ich auch auf jeden Fall noch in meine Herbst-Favoriten-Liste mit aufnehmen. Wunderschönes Lila-Schwarz. Also sieht auf den ersten Blick fast schwarz aus, aber wenn man genauer hinguckt, hat es halt so einen Lila-Einschlag. Wunderschöne Farbe. Überfall. Was ist das hier für ein Überfall? Ich hab noch ein Paket abgeholt. Nicht für dich. Gut. Doch, das hier. Das ist für beide. Oh, ich dachte, das ist ein Schokoriegel. Also, nee. Lena ist inzwischen hier. Hat man die schon gesehen? Nur ganz kurz. Sorry, ich sah so gerade so richtig erschrocken aus. Mir geht's gut. Also, oh, noch schlimmer. Wir drehen jetzt einen Consider Talk, Coffee with Consider Cologne. Wir haben Coffee, ist ganz schön late for Coffee. Zum Thema Werbung, Produktplatzierung, YouTube als Job. Kommt hoffentlich diese Woche vor Freitag online und demnach... Vor dem Vlog. Genau, und demnach müsste es schon online sein. Könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt, könnt ihr da reinklicken. Los geht's. Wir haben fertig gefilmt, ich glaube auch so ungefähr 100 Jahre. Also schon locker über eine Stunde, ne? Oh, ich glaube 2 Stunden haben wir fast gefilmt. Lena hilft mir noch dabei, die Einladungskarte für meine Mama zu gestalten. Lena kann sowas einfach innerhalb von 2 Sekunden und als ich ihr meinen ersten Entwurf gezeigt habe, mussten wir beide ein bisschen laut lachen und ich saß jetzt schon Ewigkeiten da. Ich muss ja dazu sagen, du hast auch gelacht. Ich hatte sonst nicht über dich gelacht. Schön. Schön, schön, schön. Das findest du schön? Ja. Okay, na dann nimm das hier. Schickst du mir das und du musst mir noch eine 50 zeigen. Was würdest du denn sagen, kann man jetzt mit dieser Schildgröße machen, dass sie nicht mehr ganz so furchtbar aussieht? Farblich ändert, also sie ist zu warm. Ich habe die Kurve jetzt aber schon, ich habe die blaue Kurve verändert, ich habe die Rotkurve verändert, ich habe die Sättigung runtergemacht. Geh mal, also duplizier mal die Ebene. Oh, ist das schwierig. Mama, es ist so schwierig. Also so rein optisch, wenn man sagt, also wenn du Linien so machst, dann sind die halt irgendwie negativ. Ja, ich fände es jetzt auch andersrum, oder wie meinst du? Ich würde fast die Schildkröte hier machen und die Linie dann nach da laufen lassen, weil erstens liest man von da nach da, also du liest ja von links nach rechts und wenn es von links nach rechts nach unten geht, wirkt es halt negativer und wenn es nach oben geht, dann wirkt es halt positiver. Nein, haben wir noch irgendwas vergessen, ich werde jetzt heute noch drin begrüßen. Weißt du, wo ich gerade voll Bock drauf hätte? Warte mal. Ich will Mindestpizza mitnehmen. Thai? Mhm. Ist es was Essbares? Mhm. Keine Ahnung. Was? Chili Pfeffer. Oh ja. Oder Salami Sticks. Was essen dann? Sorry. Gerade ganz kurz ausziehen, mir übel heiß ist. Es ist so heiß geworden beim Drehen hier drin. Ich habe jetzt schon alle Fenster aufgerissen, aber es ist trotzdem immer noch mega warm. Lena ist jetzt gerade nach Hause gegangen und ich bin jetzt mit 2 guten Freundinnen zum Skypen verabredet. Und irgendwie bin ich auch völlig unterzuckert. Ich habe hier gerade so eine alte gemischte Tüte wiedergefunden. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt, aber mit den beiden besagten Freundinnen fliege ich im November nach Argentinien. Oh, bin so aufgeregt. Eine von den beiden Freundinnen, die ist da gerade schon in Buenos Aires für eine längere Zeit und die andere Freundin und ich, wir fliegen zusammen für 2,5 Wochen hin, Ende November, Anfang Dezember. Ich freue mich so mega da drauf und jetzt sind wir zum Skypen verabredet, um mal so die ersten paar Dinge abzuklären. Bin gerade eben die Tür reingekommen. Völliger Vlogging-Fail. Ich bin ganz spontan noch Tapas essen gewesen und habe vergessen, die Kamera mitzunehmen.
mir ist so die Decke auf den Kopf gefallen vorhin. Ich war wirklich den ganzen Tag nur drin, saß nur am PC. Das Bedürfnis nach frischer Luft, dann war ich richtig happy, dass ich spontan noch Tapas essen gehen konnte. Und es war so cool. Ich hatte Tinto de Verano und spanische Kroketten. An den Wänden hingen Bilder von Sevilla. Das war echt eine coole, kurze Auszeit. Jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und dachte, ich muss mich zumindest noch kurz von euch verabschieden. Und ich wollte euch noch was Cooles zeigen. Guckt euch mal meine Tasche an. Das ist meine ganz normale C&A-Tasche, die ihr schon tausendmal gesehen habt. Aber ich habe so einen Taschengurt zum Auswechseln gefunden bei Hallhuber. Und das fand ich so cool. Damit kann man ja quasi jede schwarze Tasche mega einfach aufpeppen. Ich fand das irgendwie ein cooles Accessoire. Deshalb dachte ich, ich mache nochmal kurz die Kamera an und erzähle euch davon. Das war es jetzt aber jedenfalls für heute. Und jetzt kommen nur noch Vlog-Tage von Lena. Aber die vloggt vielleicht morgen. Wir sehen uns nochmal. Keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall von mir für diese Woche. Es ist Freitagnachmittag. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Erst nachmittags, weil ich den ganzen Tag bisher nur vorm PC saß. Aber jetzt muss ich gleich los, deswegen dachte ich mir, ich schmink mich jetzt mal. Ich saß auch irgendwie generell die ganze Woche nur vorm PC, habe ich das Gefühl. Also es war eine extrem schnittintensive Woche. Leo hat das, glaube ich, in ihrem Vlogtag am Anfang schon erzählt, dass ich am Wochenende so einen Kurs gemacht habe für ein neues Schnittprogramm und deswegen habe ich das ganze Wochenende von morgens bis abends nur geschnitten, weil der Kurs halt 2 Tage lang von morgens bis abends ging. Und Montag habe ich den ganzen Tag nur geschnitten, Dienstag habe ich den ganzen Tag nur geschnitten, Donnerstag direkt das Video für Freitag angefangen zu schneiden und das habe ich heute jetzt gerade eben fertig gemacht. Das exportiert jetzt gerade. Und ja, ich muss mich echt noch an das neue Schnittprogramm gewöhnen. Da dauert der Export halt einfach 1000-mal länger als vorher. Und das ist vor allen Dingen sehr, sehr ärgerlich, wenn einem ein Fehler erst nach dem Export auffällt. Das passiert halt leider gelegentlich einfach mal, dass man so kleine Schnittfehler oder so erst nach dem Export sieht. Ist mir zum Beispiel auch bei meinem Video für Dienstag passiert. Also falls ihr das gesehen habt, da ist ein ganz kleiner Schnittfehler drin. Aber egal, so ist es halt manchmal. Ich bin heute Abend beziehungsweise Nachmittag verabredet mit einer Freundin von mir. Und wir machen mit bei Rudi Rockt. Leo hat davon schon mal erzählt in einem Video, der hat nämlich auch schon mal mitgemacht. Das ist so ein Abend, wo man sich anmelden kann in 2er-Teams. Es gibt für jedes 2er-Team eine Station zur Vorspeise, eine Station zur Hauptspeise und eine Station zur Nachspeise. Und man fährt sozusagen so durch die Stadt zu den unterschiedlichen Teams, die mitmachen. Und ja, jeder kocht halt eine Station sozusagen und man fährt zwischendurch rum. Und am Ende ist noch eine Party. Und da wollte ich schon ewig, ewig mal mitmachen und ich konnte nie. Und diesmal hat es endlich mal geklappt, ganz spontan. Und wir haben sogar die Station bekommen, die wir gerne haben wollten. Wir wollten beide am liebsten Nachtisch machen und haben das auch abbekommen. Richtig cool. Wir wissen allerdings noch nicht genau, was für Nachtisch wir machen. Ich werde jetzt gleich mal mir meine Kochbücher durchwälzen und mal so ein bisschen suchen, was ich gut finde. Und dann mal mit Laura absprechen, was sie gut findet. Weiß nicht genau, wie viel ich dann heute Abend noch filmen kann. Ich denke ehrlich gesagt nicht so viel, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, weil das natürlich ein Abend ist, wo man fremde Leute kennenlernt und fremden Leuten als erstes mal eine Kamera ins Gesicht halten, kommt nicht so gut an. Deswegen, ja, dachte ich, ich nehme mich aber zumindest ein bisschen bei den Vorbereitungen mit und morgen werde ich sicherlich auch nochmal filmen. Dann kann ich euch erzählen, wie der Abend so gelaufen ist. Kann ich euch sonst noch was erzählen? Zur Wohnung kann ich euch vielleicht ein kurzes Update geben. Bisher sieht es leider nur so aus, dass sich alles noch weiter verzögert. Ich bin auch richtig deprimiert mittlerweile, weil es ganz ursprünglich mal hieß, dass ich am 1.10. in die Wohnung kann. Dann hat das sich um ein paar Tage verschoben, dann um ein paar Wochen. Und mittlerweile sind wir bei ein paar Monaten. Das hängt damit zusammen. Das hatte ich auch schon mal erzählt, dass die Wohnung halt noch renoviert wird. Und bevor die nicht renoviert ist, kann ich da leider nicht rein und da laufen anscheinend irgendwie ein paar Sachen schief und so, keine Ahnung. Alles richtig ärgerlich und auch ein bisschen schade. Ich hätte mich nämlich mega gefreut, dass ich jetzt halt bald umziehen kann und jetzt muss ich noch geduldig sein und ich bin echt nicht gut darin, geduldig zu sein. Ich bin der ungeduldigste Mensch auf Erden. Übrigens, was mir gerade einfällt, so kommen sehr regelmäßig Fragen zu meinen Haaren und
Ich hatte dazu vor einiger Zeit angekündigt, dass ich ein Video dazu drehe. Und jetzt kamen in der letzten Zeit öfter mal Fragen dazu, ob dieses Video noch kommt und wann und so weiter und so fort. Ja, das wird auf jeden Fall noch kommen, das Video. Nur eigentlich war mein Plan, das in meiner neuen Wohnung zu drehen, weil da das Badezimmer schöner ist. Was ist eigentlich hier los? Warum kriege ich das nicht in meine Haare zu locken? Da sich jetzt halt leider mein Umzug so krass nach hinten nochmal verschiebt, weiß ich gerade nicht, wie ich das dann mache. Aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen und das Video kommt auf jeden Fall. Nur muss ich mir halt noch überlegen, wie genau. Jo, jetzt der Akku gleich leer. Also bin ich vermutlich gleich weg. Das ist eine richtige Challenge. Jetzt versuche ich noch fertig zu werden, bevor der Akku leer wird. Mal sehen, ob ich das schaffe. Lena gegen die Zeit. Schafft sie es? Schafft sie es? Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt mal 4 Kochbücher rausgesucht, um nach Dessertideen zu suchen. Das hier ist das von Deliciously Ella. Steht ja auch groß drauf. Das habe ich von Hannah zum Geburtstag bekommen. Das hier habe ich irgendwann mal bei TK Maxx gekauft. Und das sind auch richtig coole Sachen drin. Da sind allerdings, glaube ich, nicht so viele Desserts drin. Aber von der Aufmachung her ist das richtig schön. Und die sind alle wirklich sehr easy, die Rezepte. Das hier mag ich auch richtig gerne. Das haben wir mal zugeschickt bekommen von Davert oder Davert. Ich weiß nicht genau. Das ist diese Marke, die so ganz viele verschiedene Fertiggerichte hat bei DM. Auch richtig lecker alles. Und da sind auch richtig coole Rezepte drin. Das hier zum Beispiel. Das hier. Das haben Leo und ich beide schon öfter gemacht. Also da sind richtig leckere Sachen drin. Allerdings alle sehr außergewöhnlich. Also vielleicht sind die Sachen da drin fast ein bisschen zu außergewöhnlich für so einen Abend. Und das hier habe ich ganz neu. Da habe ich noch gar nichts draus gemacht. Das ist vom Kochhaus. Das war dieser Laden, wo wir vor kurzem auf einem Event waren. Und in der Goodiebag war das Kochbuch von denen drin. Und wie gesagt, da habe ich noch gar nichts draus gemacht. Mag ich aber von der Aufmachung her auch richtig gerne, weil das immer sehr übersichtlich ist. Also da ist immer auf einer Seite erstmal so das Rezept im Allgemeinen. Dann ein Bild und dann auf der nächsten Seite ist alles mit Fotos erklärt und sehr kurz und bündig und so ist jedes einzelne Rezept. Also die sind alle so von der Aufmachung her genau gleich. Also da werde ich mich jetzt mal so ein bisschen ans Durchgucken machen. Also was ich bisher richtig cool finde, ist das hier, Orange and Passion Fruit Carpaccio. Aber ich weiß nicht genau, ob das so richtig ausreichend ist als bisher, weil das ja wirklich nur Frucht ist und ich glaube, das schmeckt mega lecker. Aber ich finde, da fehlt irgendwie ein bisschen was dazu. Und was ich auch richtig schön finde, ist diese Tarte hier. Strawberry Tarte, also eine Erdbeertarte. Das hier, finde ich, hört sich auch mega gut an. Chocolate Orange und Avocado Mousse. Aber Chocolate Orange ist ja von vielen Leuten nicht so die Favorite Kombination. Also ich mag das voll gerne. Aber ich weiß, dass viele Leute die Kombi aus dunkler Schokolade und Orange nicht so gerne mögen. Am allermeisten angetan bin ich allerdings von den Desserts in diesem Buch hier aus dem Kochhaus. Das ist alles der Wahnsinn. Die klingen alle einfach geil. Also wirklich jedes einzelne ist auch alles überhaupt nicht schwierig, obwohl es sich mega aufwendig anhört. Also davon bin ich gerade richtig krass begeistert. Ich schicke jetzt Laura mal so eine Auswahl an Sachen, die ich gut finde und lasse sie dann nochmal entscheiden, was sie am besten findet. Wie geil hört sich das an? Schokoladenrisotto mit Passionsfruchtsoße und gebrannten Mandeln? Oh, mein Gott. Okay, Laura hat mir gerade geantwortet und sie fand am besten den Erdbeer-Limetten-Cheesecake mit knusprigen Karamellsplittern. Finde ich auch fast mit am besten. Also ich liebe ja alles mit Limette. Und es gibt momentan auch noch Erdbeeren. Ich habe gestern noch welche gesehen, auch deutsche noch tatsächlich. Von daher ist das jetzt ganz passend und deswegen werden wir das jetzt machen. Bevor ich losfahren kann, muss ich allerdings noch das Video online stellen. Und der Export ist leider immer noch nicht fertig. Es dauert immer noch 11 Minuten und 43 Sekunden. Aber gut, ich warte jetzt mal. Das Video ist exportiert und hochgeladen. Und freischalten mache ich dann jetzt gleich bei Laura. Aber ich dachte, ich fahre schon mal los. Dann können wir schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich dachte, ich zeige euch noch kurz mein Outfit, bevor es losgeht. Aber Moment, ich muss mal gerade noch meine Tasche holen. Schal ist uralt und von Zara. Den kennt ihr auf jeden Fall. Jacke ist eine Lederjacke von Mango. Die ist auch schon ein bisschen älter. Also ich glaube, die ist auch nicht mehr aktuell. Aber es gibt auf jeden Fall immer ganz ähnliche bei denen. Dann trage ich einfach ein schwarzes T-Shirt. Und der BH darunter mit diesen Riemen ist von ASOS. Und dann trage ich diese Hose hier, die ist so ein bisschen wie so eine, ganz leicht wie so eine Haremshose geschnitten, in so dunkelgrün. Die ist von Forever 21, aber die habe ich damals gekauft, als ich in New York war, also auch schon ein Jahr alt jetzt. Und meine Stiefeletten sind von Mark Fisher, heißt die Marke, habe ich allerdings auch in Amerika gekauft, also auch schon über ein Jahr alt, aber so ganz ähnliche gibt es zum Beispiel bei And Other Stories. Und da steht ein Paket, was ich jetzt noch kurz in den Müll bringen muss. Achso, und meine Tasche, die ich gerade hier noch extra geholt habe, ist neu. Ich habe tatsächlich mal mir eine neue Tasche gekauft. Die ist von New Look und ich habe die bei ASOS bestellt. Ist sehr untypisch für mich, weil sie erstens aus Stoff ist, zweitens silberne Details hat. Und eigentlich stehe ich ja immer eher auf Gold. Und noch dazu ist sie halt durch die Blumen da drauf relativ bunt. Aber irgendwas da dran fand ich wunderschön und wollte ich unbedingt
haben. Und deswegen habe ich dann nach so 2 Wochen Überlegen mich dann doch dafür entschieden, die zu bestellen und bin jetzt sehr happy. Hat auch eine angenehme Größe. Und ja, das ist mein Outfit. So, ich bin bei Laura angekommen und das sind die Zutaten und jetzt machen wir uns mal ans Zusammenrühren, weil backen muss man das eigentlich gar nicht wirklich. Habt ihr irgendwie ein gutes Gefühl dafür? Dass wir mal rausgesucht. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, das... Oh, da ist ein Keks heil geblieben. Dear white people, and they complain about a party called Dear Black People. New and devastating campus. Couldn't even think the word. Your own neighborhoods. A thug to wake some folks up. Inzwischen ist Sonntag und ich habe am Abend von Rudi Rock doch nichts mehr gefilmt und auch am Samstag nicht, weil wirklich gar nichts passiert ist. Ich lag samstags wirklich den ganzen Tag nur im Bett. Ich habe das echt mal gebraucht, einfach einen Tag lang zu chillen und nichts zu machen. Aber auch Rudi Rock war sehr, sehr schön. Also es hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten coole Teams, mit denen wir gegessen haben. Alles war super lecker und insgesamt war es ein richtig, richtig cooler Abend. Mein Tag heute war auf jeden Fall ein bisschen produktiver als der Tag gestern, aber das habt ihr jetzt alles schon gesehen. Und ich muss auch noch ein bisschen produktiv sein. Ich muss jetzt noch ein bisschen schneiden. Und dann muss ich nachher noch ein Kooperationsfoto machen, wo es auch um Essen geht. Und Essenskooperationen sind eigentlich meine liebsten Kooperationen. Von daher freue ich mich schon sehr darauf, dass ich nachher einen Grund habe, Essen zu bestellen. Also sehr, sehr cool. Meine Bestellung für das Kooperationsfoto ist gerade angekommen. Also ist hier drunter. Und jetzt werde ich das mal hübsch anrichten. Ich wollte euch eigentlich noch zeigen, wie das Essen aussah, bevor ich es angefangen habe zu essen. Aber dann war ich so hungrig, dass ich dann doch einfach angefangen habe zu essen. Am allergeilsten waren die Dinger hier. Davon ist jetzt nur noch so ein ganz kleines Stück da. Das ist so panierter Schafskäse oder Weichkäse oder sowas. Am geilsten ist mit Abstand dieser Dip hier. Das ist so ein Koriander-Chili-Dip. Den gibt es, glaube ich, bei fast jedem Inder. Ich glaube, das ist was sehr Typisches. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber es ist der Hammer, wenn man auf Koriander und auf Chili steht. Und diese Minz-Joghurt-Creme gibt es eigentlich auch fast immer. Und das ist auch mega lecker gewesen. Also hier ist eine kleine Auswahl an den Fotos, die ich gemacht habe. Ich habe ein paar diesmal auch mit der Kamera gemacht und ein paar mit dem Handy. Viele fragen auch immer, wie wir Fotos für Instagram machen. Ich mache die normalerweise alle mit dem Handy. Nur so langsam lässt meine Kamera ein bisschen nach. Also die Handykamera. Deswegen habe ich jetzt auch mal welche mit der Kamera gemacht. Und das ist jetzt auch das, was ich am Ende genommen habe, wofür ich mich entschieden habe. Es kommt diese Woche auch ein Video darüber, wie wir unsere Fotos bearbeiten. Jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen mehr essen, weil da ist immer noch jede Menge übrig. Und danach werde ich dann das Foto posten. Übrigens, was mir gerade einfällt zum Thema um das Video, das nur eigentlich als in meiner jetzigen Wohnung. Ich stehe da jetzt ganz schön wackelig auf einer Wasserflasche. Ich hoffe, das hält. Ich dachte, jetzt am Ende mache ich noch einen kurzen Einschub sozusagen. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich bei diesem Kurs war am Wochenende. Und bei dem Kurs durften wir auch unsere eigenen Projekte schneiden. Also wir durften auch eigene Sachen mitbringen zum Schneiden. Und ich habe da Dateien geschnitten aus New York und zwar von Coney Island. Die sind jetzt quasi ziemlich genau ein Jahr alt, aber irgendwie hat das in keinen Vlog reingepasst. Und dann habe ich die Dateien irgendwie nie verwendet für irgendwas. Aber das waren wunderschöne Dateien, weil das halt auch ein wunderschöner Tag war. Und ich habe dann halt ein ganz kleines Video da draus zusammengeschnitten. Das ist wirklich nicht lang geworden und das ist jetzt auch nicht irgendwie auf krassem Niveau geschnitten oder so. Das sind jetzt keine krassen Effekte oder sonst irgendwas, aber das war einfach nur, um ein Gefühl für das Schnittprogramm zu bekommen und um die ganzen Basics einmal auszuprobieren. Und wenn ich das Video angucke, dann erinnert mich das voll an diese gute Zeit. Und ich dachte mir jetzt so zum Abschluss für ein bisschen Feelgood am Ende, schneide ich das jetzt hier einfach ans Ende rein. Und jetzt war gerade die Speicherkarte voll. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, ist ja jetzt Oktober.
Und ich glaube, dass wir erstmal im Oktober jetzt das mit den 3 Videos pro Woche beibehalten werden. Ursprünglich war so ein bisschen der Plan, das zumindest zu machen, bis ich umziehe. Aber jetzt sieht es aus, dass ich halt im Oktober sowieso noch gar nicht umziehe. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich im Oktober weiterhin 3 Videos machen. Ich hoffe, ich kündige jetzt hier nichts Falsches an. Aber ich denke, wir sehen uns am Mittwoch und am Freitag wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr alle einen guten Start in die Woche hattet. Und dann gibt es jetzt zum Abschluss noch ein paar Aufnahmen vom Strand. Like rain falling soft.